Hä? Wie geil sieht das? Ich darf nicht in die Kamera schauen. Die Folge wird präsentiert von balibay.ch. Wunderbarer Schmuck für Handgelenk, Hals oder in meinem Fall auch noch die Brille. Wie nennt man das? Kette? I don't know. Für alle, die es schauen. Wirklich wahr, ich bin seit Jahren privater Kunde von Balibay, großer Fan, weil es Schmuck ist. Man muss ihn einfach mal anschauen, für die, die es noch nie gesehen haben. Weil es Schmuck ist, wo irgendwie gleich noch etwas Dezentes ist und Spass macht, für mich. So, entspricht mir sehr. Und zum Beweis, wirklich wahr, können eigentlich alle Feelgood-Podcast-Folgen nachschauen. Zurück bis zu der allerersten im Oktober. Was ist das damals? Oktober 19? Ja, Oktober 19. Mit dem Charlie. Dort habe ich die Dinger schon an. Ja, wirklich. Also seit lang, 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 langer Zeit Fan. Jetzt ein Partner von uns und dem Feelgood-Podcast. Und das kommt nicht nur mir zu gut, weil ich jetzt so eine coole Brillenbänder habe, sondern auch euch. Es gibt nämlich einen Promocode, der ist bis 31.12.2021 gültig. Und so oft brauchbar, wie man nur will. Für jede Bestellung gibt es 10% mit dem Code FEELGOOD1021. Ja? FEELGOOD am Stück 1021. Und mit jeder Bestellung, wo du diesen Code anwendet, kriegt ihr 10% Rabatt. Und das wird nicht nur euch gut tun, weil ihr Rabatt habt, sondern es wird auch unserem Podcast gut tun und es wird auch Balibay gut tun. Weil es ist eine Schweizer Firma, tolle Sache. Also unbedingt mal dort etwas bestellen mit dem Code FEELGOOD1021. 21. Viel Spaß. Kommt, der negative Test hat mir jetzt ein bisschen aus dem Weg geräumt, damit das... Lautlos. Merci. Wir können auch eine Sammlung machen. Alle negative. Von negativen Tests. Ah, ist doch super. Alright, alright. Ja, oder sonst wissen wir, wir quatschen einfach ein bisschen. Genau. So läuft es in diesem Podcast. Ich weiß auch noch nicht, was wir quatschen. Ja. So, gehen wir das Gleiche. Okay. Ja, Ton? Ton ist hervorragend, wie immer. Wie immer sogar. Oh. Bild? Oder wie meistens, ja. Dann legen wir los. Bam! Feelgood Podcast mit dem Luca Hani. Welcome! Ja, merci vielmals. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet, gell? Hey, ich schaue dich mit fragenden Augen an. Muss ich mich jetzt schon gut fühlen? Ey, ich bin voll parat. Ich finde es schön, dass wir ein bisschen zusammen reden jetzt. Richtig, weil wir haben uns vor 8, 9 Jahren oder so haben wir uns das erste Mal gesehen, wo es bei dir gerade so abgegangen ist. Wann hast du die SDS gewonnen? 2012. 12, also. Und dann bist du wahrscheinlich im 12 oder im 13 bist du zum ersten Mal bei Energy, damals jetzt noch Stars for Free geheißen. Ja, auftreten. Ja, stimmt. Ja. Yeah. Ey, das waren noch Zeiten gewesen. Krass, oder? Ja. Und wenn ich hinauf bin, dann bin ich immer jung gewesen. Ja, du auch. Dort bin ich nämlich, an diesem Event bin ich mit dir verwechselt worden. Ha! Dort hast du noch nicht locker gehabt und dann hast du so stecken gerade, hast du deine Haare aufgeknallt und ich habe eine ähnliche Frisur gehabt. Okay, dann musst du mich gar nicht so anstupsen, du hast gleich ausgesehen. Eben. Das ist einer der Jokes, die ich auf der Bühne gemacht habe. Und jetzt kann ich nicht machen, weil deine Frisur anders ist. Früher habe ich immer gesagt, wenn ich frisch rasiert bin, werde ich mit dem Luca Hani verwechseln. Oh ja, dann muss ich wieder mal ins Lock. Du hast wahrscheinlich keine Lock. Nein. Hast du dich immer gestreckt gehabt, oder was? Ich habe wirklich, aber ich habe nicht richtig gewusst, dass ich locker habe. Es war einfach automatisch, ich habe duschen. Und dann habe den Föhn genommen, also so ein bisschen aufgeföhnt. Das ist und es hat aber eine Zeit gegeben, wie das jetzt sagen, es hat eine Zeit gegeben, ich habe so ein ganz kleines Glättiseli gehabt. Ja, yeah. So ein kleines, das du überall nicht mitnehmen. Grossartig. Also, es hat nicht gut ausgesehen. Ich wusste, wie so ein Pässe, aber es hat mir auch niemand gesagt. Mir ist immer Pinsel gesagt worden. Habe ich auch gut gefunden. Ja, Pinsel. Ja. Passen. Es hat doch die zwei Brüder gegeben. Mit den Blonden aus. Was sind die gesehen? Irland? Chadwick? Ja, die haben auf jeden Fall noch schlimmer ausgesehen als mir zwei. das haben wir alle gekriegt, ja. Aber das ist ja eigentlich schlimmer. Man wird viel mehr konfrontiert immer mit der Vergangenheit, wenn man schon in deinem jungen Alter, ja, wenn man schon früher angefangen hat, dann siehst du so,
siehst eigentlich, wie du nicht aufwachst, aber wie du halt erwachsen wirst in der Öffentlichkeit. Ja. Und dann wirst du immer wieder mit dem konfrontiert. Du siehst so, fuck, vor 10 Jahren. Ja, es ist so. Man findet halt alles. Also das Internet verzeiht, ne? Ja. Yeah. Es ist so. Es hat sogar mal eine Situation gegeben, da habe ich irgendeine Sendung moderiert. Ich weiß gar nicht, welche das war. Oh. Ja, du hast so viel moderiert. Nein! Nein, aber oh, ich. Mal, ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt darf sagen, was ich meine. Aha, so, ja, ja. Kannst du auch blank lassen? Nein, in so einer Gastmoderation habe ich gemacht. Mit meiner Frisur. Und sie haben mir wirklich gesagt, dann, sie haben Mühe gehabt, ein schönes Close-up zu machen. ohne dass sie mir die Frisur abschneiden. Können wir das einfach mal so lassen? Ja, okay. Aber das ist wirklich 16 zu 9. Und dann hat. Wie willst du eigentlich? Es macht ja absolut keinen Sinn, eigentlich, dass bis 16 zu 9, dass du bis 16 zu 9 ein Gesicht close willst machen, weil du hast so viel Platz links und rechts. Aber irgendwann haben die Leute entschieden, hey, im Kino ist es so, im Fernsehen ist es so. Und dann sind auf einmal alle mit dem Handy gekommen und haben Hochformat gefilmt. Das heißt, du bist immer so am Hier und Her schieben, blöd gesagt. Eben, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Ich weiß es auch nicht, aber er heisst viel gut Podcast und du bist so für mich ein von denen. Wo ich wirklich beneide für die konstante gute Laune. Weil mir wird das schon behauptet, also von mir wird das schon behauptet. Warte, ich bin das richtige Testimonial von deinem Podcast quasi. Genau. Ich kann es mir nicht leisten, aber sonst würde ich die Kopf drauf knallen. Ja, genau. Okay, warte, wir nehmen mal den Rechner für. Nein. Aber du bist, ich habe das Gefühl, noch eine Stufe für mich. Nämlich, ich habe mir das müssen, wie mit Arbeit antrainieren. Ich bin früher noch nicht so gesehen und habe gemerkt, das Leben macht irgendwie ein bisschen mehr Spass, wenn man so grundsätzlich ein bisschen positiver ist und ja, eben. Das ist das Ding. Ich habe das Gefühl, bei dir ist es schon von Geburt auf oder so. Ja, ich bin einfach ein fröhliches Gemüt, was soll ich sagen? Ja. Yeah. Hm. Viel um Lächeln. Obwohl, es gibt natürlich auch Tage, da bin ich scheiße drauf. Also, es gibt es auch, aber es ist dann mehr so ein bisschen. Ich stresse. Es gibt manchmal Situationen, wo ich mich selber stresse, aber es ist so ein kleines Zeug. Ja. Yeah. Zum Beispiel. Achtung. Wenn ich mir etwas Feines koche und das Essen ist fertig und ich will es vor dem Fernsehen essen. Ja. Yeah. Und dann in dem Moment, stürzt irgendwie mein Internet ab. Da bin ich schlecht drauf. Hey, was ist das bitte für ein Beispiel? Aber solche Sachen, verstehst du? Yeah. Das Essen ist warm, yeah, vom Tisch. Yeah. Ich habe mich so gefreut. Und dann, Netflix, der nur dreht und es kommt nichts. Das habe ich das letzte Mal gehabt. Und dann kommt irgendwie der Zeit irgendwie fehlgeschlagen. Das habe ich das letzte Mal gehabt, auch mit Netflix. Und zwar, irgendwie hat es meinen User-Account, ich musste mich wieder einloggen. Und auf dem Apple TV. Das ist so eine Scheiße. Auf dem Apple TV habe ich nicht mehr gewusst. Ich habe mein Passwort nicht mehr gewusst. Dann habe ich zuerst meinen Laptop holen, gehen suchen. Weißt du, dort habe ich es nicht mehr gespeichert in der automatischen Passwort. Bla, bla. Ja, ja, ja. Und eben, genau, das Essen ist warm und es wird von Sekunde zu Sekunde kälter. Ja, aber können wir bitte mal darüber reden? Schau mal, das ist blöd. Und wie blöd ist es denn mit dem Apple TV-Kästchen, die Mailadresse, Benutzerkonto und nochmal Passwort einzugeben mit einem kleinen Touch-Gedöns? Das Passwort habe ich eine Zeit lang nicht buchstabiert. Das kannst du ja, weißt du, kannst du diktieren. Oh nein, das habe ich nicht gewusst. Doch. L-U-C-A. Oh, das ist aber cool. H. Großes L. Ja, genau. Das musst du sagen. Groß L. Ah. U-C-A. Wieder klein. Groß H. A-E. A, kannst du glaube ich nicht das Passwort nehmen. Ja, super, jetzt haben wir mein Passwort wieder an. Am Schluss haben wir das ganze Passwort. Überall. Überall Luca Hani als Passwort. Aber ja. Ja, wegen positiven Gemüt. Ich weiß nämlich, ich sehe so von mir, sehe ich so Kindheitsvideos und so, und da bin ich immer so am Lächeln gesehen, anscheinend habe ich mega wenig gekühlt, lala. Und irgendwann so an die Teenager, Anfang 20er Jahre, habe ich gemerkt, dass das so wie auf einmal so ein bisschen verloren geht, aufgrund von der Schwere vom Leben. Weißt du? Mhm. So, auf einmal findest du alles ganz, ganz intensiv, schlimm und eben dann habe ich das wie so mit zurückholen. Hast du nie so eine Phase gehabt, wo es irgendwann mal auf so. Nein, es geht im Fall. Ich habe mich immer über vieles gefreut. Voll also, geil. Also es ist irgendwie nicht. Nein, die Phase hat es im Fall nicht gegeben. Aber es gibt das, was ich gerade gesagt habe, dass mich mal aufregen und dann, so, aber mehr so ab kleinem Scheiß, wenn ich mir dann denke, oh Gott. Ja, aber ich glaube, das muss man ja machen. Dort kann man es rauslassen. Weißt du, ich nerv mich viel ab so technischem Scheiß. Ja, irgendwie auch, ich bin auch überhaupt nicht der Techniker. Parkplatz
Finde ich auch immer grossartig, um sich darüber aufregen. Ja, das stimmt. Ich bin auch der Erste, weil also meine Freundin wohnt jetzt in Köln. Yeah. Zuerst habe ich nicht gemacht, nach einer Woche ist mir ein Parkplatz gemietet. Das hält es nicht aus. Aber Schatz, ich freue mich mega. Übrigens, ich habe einen Parkplatz gemietet. Aber das ist doch ein schönes Zeichen, oder? Yeah. Bevor du die erste Reise geplant hast, hast du den Parkplatz schon gemietet. Nein, das ist also, ich will den Parkplatz. Das ist plötzlich fahrst du fünfmal um einen Block, nachdem du die 10 Stunden geschafft hast. Genau. Und dann, nein, da habe ich den kurzen Zündschnur. Aber was ich spannend finde, ist eben sogar im Moment von der Irritation, jetzt habe ich das Verstehen Sie Spaß, habe ich geschaut. Mm. Und du wirst dort verarscht in einem Fitnessstudio, wo Zara Lombardi alles viel besser kann als du. Frechheit. Ja. Und sie kannst du locker flockig und du krampfst rein ab und was weiß ich. Und du wirst vor allen die ganze Zeit disst. Also weißt du, es ist so eins vor Mobbing, oder? Und was macht der Henny? Lächelt? Er lacht weg. Ja. Im Nachhinein, weißt du, wenn ich das sehe, denke ich, also, hä? Warum bin ich nicht irgendwie. Ach, was, hat es mir irgendwie angeschissen oder hat es mir irgendwie. Ja. Yeah. Aber ich glaube, es ist so meine Art. Das war witzig, mir das selber zu beobachten, wo es so war. Weißt doch nicht, sie hat wirklich ein paar Sprüche gegeben und ich konnte gar nicht richtig kontert habe ich nicht. Aber ich gewusst, nein, du bist wirklich oft so. Ey, du bist so scheiße. Ja, wirklich. Aber was ich dazu vielleicht auch sagen kann, es ist halt einfach, sie ist so gut aufgezogen und haben mir gesagt, hey, Riesenwerbedeal und die Verhandlungen sind schon fast abgeschlossen. Yeah. Ich bin schon gefreut, oder? Yeah. Die Ferien schon gebucht. Schon. X weitere Parkplätze gemietet. Schon ausgegeben? Ja. Yeah. Oh, das sind wir, ja. Yeah. Nein, aber ich habe mir wirklich extra neue Sporthosen und neue Sportschuhe gekauft. Und vielleicht für euch da draussen, es ist darum gegangen, um so Fernsehwerbung für Fitness. Deutschen Fitnessverband. Kette, was weiß ich. Zeug. Und da habe ich mich natürlich schon gefreut. Und sie haben wahrscheinlich auch schon, wenn sie sagen, die Verhandlungen sind schon eigentlich abgeschlossen, haben sie dir auch einen sicher geilen Betrag gesagt. Ja, und klar. Und dann hast du auch natürlich lachend im Kopf gehabt, wenn du dissed worden bist. So, trotzdem. Genau. Ich gehe nicht ohne Deal nach Hause. Und jetzt habe ich gar nicht. Ja doch, bist verstehen sie Spass gesehen. Ja, nein, es ist natürlich eine grosse Ehre. Und so im Nachhinein. Kann ich auch darüber lachen. Yeah. Es war schön, dass wir hier auftreten konnten. Das ist eine coole Show. Und ich habe das Gefühl, man kann dort auch richtig scheiße wegkommen. Also, weißt du, das Risiko ist schon hoch. Das Risiko ist hoch. Wo hätten sie mich im anderen Moment verwünscht? Oder ja, ich jetzt vielleicht nicht. Aber eben, wenn du jetzt irgendwie voll ausrastest oder so, dann ist das ja auch blöd. Yeah. Aber ich könnte jetzt so wie Insider erzählen. Das ist logisch. Aber eigentlich passt es nicht. Wir sind hier im Feelgood. Das ist scheißegal. Komm jetzt. Ist scheißegal, hauptsächlich interessiert irgendjemand. Die Menschen fühlen sich gut, wenn du einen Insider erzählst. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, aber ein Insider ist, ich bin Gott froh, hat, verstehen Sie Spass, nicht angefangen in der Taxifahrt. Ja. Yeah. Weil dort habe ich mich einfach ein bisschen aufgeregt. Wirklich? Aber ich kann es jetzt erzählen, aber also, es war nicht schlimm gewesen. Yeah, yeah, yeah. Ich habe immer ein gutes Gemüt und wenn ich immer nicht mehr einen Schluck Wasser. Immer gut drauf, aber dort habe ich mich schnell aufgeregt. Weil ich habe natürlich kein Bargeld dabei gehabt. Ja. Yeah. Ich habe meistens nicht Bargeld, aber meistens kannst du doch überall mit Karte. Und dann fahrst du irgendwie 3-4 Stunden mit dem Taxi. Yeah. Und dann komme ich dort an. Und dann. Und, genau, am Flughafen sagst du, ich will mit Karte zahlen. Yeah. Und dann kannst du sicher sein, nach 3-4 Stunden sagst du, oh nein, mein Kartengerät, oh, das geht nicht. Yeah, ich habe kein Kartengerät. Und dann habe ich mich schnell aufgeregt. Und das passiert mir immer in Deutschland. Irgendwie denke ich so, hey. Und dann habe ich eben, glaube ich, ein bisschen geschimpft. Und stell dir vor, das hätten sie schon gefilmt. Und dann bist du schon angekommen. Statt, weißt du, eben, du bist schon 3-4 Stunden unterwegs. Du hättest ja unterwegs irgendwann noch schnell zu einem Bankomat. Aber wenn du dann schon angekommen bist, dann ist es mühsam. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Aber ja. Ja. Yeah. Genau. Dann konnte ich wieder lachen. Ja. Gut, ich habe auch das Gefühl, trotz allem, Ich weiß von jemandem, wo auch mal bei so einem versteckten Kamerascherz reingefallen ist und mir dann gesagt hat, also das und das haben sie rausgeschnitten. Wahrscheinlich auch ihnen zu lieb. Also, weißt du? Ja, aber sie können ja immer noch ein bisschen schneiden. Bei mir haben sie auch noch ein bisschen geschnitten. Aber yeah. Nicht schlimmes Zeug. Sie haben zum Beispiel noch so Sachen gefragt.
das habe ich auch noch lustig gefunden. Sie haben so, weiß ich nicht, wie viel Muskel hat der Körper und welcher Muskel ist der Tripizimus, El Trotinus, Und ich habe natürlich überhaupt nicht gewusst, du siehst ja Stecker im Ohr, Zahre, weil ich natürlich alles gewusst habe. Dort habe ich den grössten Idiot ausgesehen. Aber das haben sie auch nicht so lustig gefunden. Was hat er noch? Er hat noch irgendwelche, irgendwelche Kranken erfunden? Wegen deinem Porridge am Morgen? Ja, wegen meinen Haferflocken. Hast du das jetzt aufgehört essen oder ist das immer noch? Nein, heute Morgen hatte ich Haferflocken. Ja? Yeah. Ja, mit ein bisschen Beeren, das ist schon gut, ein bisschen Müsli. Ja, logisch. Voll geil. Okay. Hast du irgendein spezielles Ernährungsregime oder so? Ich mache am Morgen jetzt meistens einfach Haferflocken, ein bisschen Milch. Yeah. Dann gibt es ein bisschen Porridge-Gedöns. Yeah. Ein bisschen Zimt, so ein kleines Löffel Honig drin. Und dann ein bisschen Beeren oder einen Apfel oder eine Banane drin schnetzeln. Und dann ist das einfach mal so ein erster Boost. Aber sonst hast du keine Beschränkungen dir selber gegeben? Also wenn du mal Bock hast bei einem Fastfood Tempel vorbeizufahren? Ja. Selten, aber letztes Mal habe ich mir richtig einen gegönnt. Nämlich nach Verstehensspass sind wir von München heimgefahren. Es war 9:30 Uhr. Das ist fast so ein bisschen primitiv. 9:30 Uhr heimgefahren und dann kommt McDonald's. Ja, logisch. Und dann mache ich die Frühstück hier im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz machen die. Doch, es gibt glaube auch bei uns so McMuffin. Ja, aber auf jeden Fall haben wir dort genommen Bagel Double Beef. Das ist richtig pervers. Ey. Am Morgen um 9:30 Uhr. Ey, machen wir auf Fernsehen. Wir sagen mal so, ja, mal 15. Nein, weiß ich nicht, 10 cm Höhe irgendwie. Yeah. Doppelt Fleisch, Käse, Spiegelei drin, plus dann so eine Sauce Hollandaise. Oh. Ist das geil gewesen. Mhm. Aber um 9:30 Uhr Frühstück. Also, der Kalorienbedarf war wahrscheinlich nach der Abdeckung. Du bist gerade wieder pennen nachher. Ja, zum Glück nicht müssen selber fahren, ja. Wie sieht deine Planung momentan aus mit all deinen Projekten, die du machst? Du hast jetzt gerade hast du wieder einen neuen Song rausgebracht. Du bist in weiss nicht wie viele Fernsehsendungen zu Gast. Hast ein paar Deals. Wie kann man das alles noch koordinieren? Hast du selber den Überblick? Oder heisst es einfach, Luca, los, mach! Mai, Juni musst du jetzt privat dir nichts einplanen? Nein, es ist eigentlich alles geht sehr gesittet zu und her. Also klar, es ist viel, aber es ist ein Privileg. Also ich bin mega froh, habe ich so einen Fuss noch im Fernsehen drin. Es gibt verschiedene Shows, die wir machen können. Yeah. Und so mit dir Podcast, Promotour, das fängt mega, wo neue Musik ist ja gerade rausgekommen. Es wird alles gehandelt durch meine Brüder, lustigerweise. Also Cyril macht mein ganzes Management seit Gott jetzt schon 8 Jahre. Wir haben zusammen den Kalender und dann tun wir einfach immer so, werden wir updaten. Yeah. Wir gehen die Sachen auch selber an, das kommt direkt zu uns. Haben wir noch deutsche Partnerin, die das deutsche Management macht für Fernsehen und so. Und so sind wir immer im Austausch. Und wenn ich aber mal frei will und es sicher will, dann gebe ich einfach irgendwie Luca privat und dann sehe ich das. Und dann die klassischen Blocker. Mhm. Yeah. Aber also, meine persönliche Erfahrung, und bei mir ist es nicht so viel, aber natürlich, genau dort, wo dann ein Blocker eingeht, heisst es dann eben, hey, wir können einen Werbedeal machen. Mit einem Fitnessstudio und der Betrag ist so und so viel. Wo dann sagst, ist jetzt privat oder für das und dann nachher irgendwann wieder privat. Ja, aber das ist auch immer ein Entscheid wert, klar. Yeah. Da bin ich jetzt in meinem Umfeld auch mega froh. Oder jetzt auch mit meiner Partnerin zusammen. Wir können das mega, mega gut. Aber schon einfach, dass wir beide selbstständig sind natürlich. Wir können es mega gut organisieren. Yeah. Und wir würden jetzt wahrscheinlich in der jetzigen Situation noch sagen, hey, geiler Deal, komm, dann nehmen wir mit, ich begleite dich oder du begleitest mich. Und dann haben wir immer noch ein bisschen die Ferien. Yeah. Also, ja, muss man immer ein bisschen entscheiden. Yeah. Das ist ja durch die Tanzshow entstanden. Ja. Das ist heiss geworden. Nein, ich bin Gott froh. Yeah. Oh, ich bin so glücklich, wirklich. Es ist alles tippitoppi. Macht Freude. Huh, schön. Es ist schön. Ja. Sensationell. Weil, das musst du wirklich lassen. Und zwar, Energy 2012, 2013, haben logischerweise ein paar gesagt, jo, jetzt kommt das Bibli von DSDS und macht auch einen Auftritt neben den Stars und so.
Und dann habe ich, logischerweise habe ich deine Karriere ein bisschen mitverfolgt. Und es ist stetig vorangegangen. Und immer weiter. Nein, wirklich? Ja, nein, merci für mal. Immer weiter, immer ein bisschen mehr. Dann natürlich Eurovision Song Contest. Nochmal so eine massive Explosion obendrauf. Mhm. Und du bist wirklich einer, den kann man in eine Fernsehsendung setzen. Und das funktioniert. Also weißt du, richtig gut. Es ist wirklich oft so, nicht nur ein sicherer Wert, sondern ein sicherer, guter Wert. Ja, ja. Und das finde ich, extrem beeindruckend. Ey, vielen Dank. Vielen Dank für das Kompliment. Und nee, es ist schön, wie der ganze Werdegang so ist gegangen. Yeah. Aber 2012, ein kleiner Bub, knapp 17, an Star Night von Energy. Jetzt haben wir das letzte Jahr nochmal gemacht, aber heisst ja anders. Dann haben wir noch sind wir auch noch beim Status Fizz, haben wir auch noch können machen. Yeah. Es ist so schön, dass. Ja, eben, es ist irgendwie aufgegangen, die Rechnung, aber das weiß ich ja nie. Aber auch mit eben, Eurovision war eine wichtige Entscheidung. Und dort haben aber auch wieder gesagt, wie sie auch vor 9 Jahren haben gesagt, da macht es jetzt ein Jahr irgendwie von DSDS. Und dann hörst du eh nicht mehr von ihm. Hey, aber auch beim ESC hat jeder gesagt, macht es nicht. Das ist viel zu gefährlich, weil wenn du das vergibst, sagen natürlich alle, die damals, eben, früher haben schon gesagt, weißt du, das wird nichts. Yeah. Genau dann gehst du dann auch wieder zurecht und sagst, wir haben es doch gesagt. Aber, ich muss das Risiko ein bisschen eingehen. Und jetzt war das mein grösster Fall gewesen, wo ich nochmal konnte, wie toppen vom 12. Und das ist natürlich, das ist schön. Ja, weil ESC habe ich mir auch schon überlegt, ist wirklich so ein Entweder-Oder-Ding. Ja, voll. Oder? Also Schwarz oder Rot. Ja. Wirklich, wo ich auf Wetten, wenn ich dort nicht ins Finale wäre gekommen, also wenn ich es nicht mal hätte ins Finale geschafft, wo dann nichts dafür, ich hätte es gut machen können. Yeah. Aber dann wäre es, dann wären so viele Stimmen dagegen gekommen, so, wir haben es doch gesehen, wir haben es doch ging gesagt, du hättest so viel Erfolg können haben. Vorher hat aber die Leute in dem Moment nicht interessiert, glaube ich, wenn so eine grosse Angriffsfläche ist. Das ist schon, da bin ich froh. Ei. Nein, das ist gut, jetzt gehen wir weiter. Das ist ja genau das. Nämlich ich habe, glaube ich, noch nie irgendjemand gelesen, in keinem Land, weißt du, vom ESC. Mm. Wir haben es in Ordnung gemacht. Weißt du, es ist okay gekommen. Sonst ist wirklich auf dem super flop, was weiß ich, oder wow, eben mega geil. Es hat ja sogar schon Menschen, die ins Finale gekommen sind und dann dort nicht so performt haben und dann ist es gleich als Flop gewertet worden, weißt? Ja, also die Waagschale, es ist knapp. Aber eben, wenn es um so einen Entscheid geht in dem Moment, denkst du denn an so etwas oder sagst egal, mach es einfach? Ich muss gerade überlegen, was ich dann überlegt habe. Mo, ich weiss noch, es ist die Anfrage, ist dann gekommen, Eurovision zu sagen, wollen wir das machen? Ja. Yeah. Zeitgleich ist auch die Anfrage von Let's Dance gekommen. Ja. Yeah. Im 19. Also das heisst, ich hätte eigentlich auch schon im 19. können Let's Dance machen. Mhm. So. Da bin ich in Düsseldorf gewesen. Nicht in Düsseldorf. Ich weiss nicht, was es war. Bei Helene Fischer Show auf VV. Ja. 2018. Oh Gott, ist das eine Erklärung. Und dann musste ich mich entscheiden, hey, Eurovision oder Let's Dance? Das weiss ich nicht, das war eine ganz schwierige Entscheidung. Ja. Yeah. Ganz schwierige. Und jetzt im Nachhinein ist es der beste Entscheidung gewesen. Stell dir vor, ich hätte dann gesagt, ich wette, wo Let's Dance habe ich auch immer machen wollen. Stell dir vor, ich hätte gesagt, ich mache Let's Dance und Eurovision kann ich vielleicht später machen. Mm-hmm. Wäre schon mal scheiße gewesen, wo Eurovision gar nicht stattgefunden ist im letzten Jahr. Also hätte ich das schon wieder verpasst. Ja, yeah. Ja. Yeah. Plus, nein, es wäre voll die falsche Konstellation gewesen. Und hättest wahrscheinlich jetzt deine Freundin nicht. Ja, oh, stimmt! ist ein guter Punkt. Also, sie war dann auch schon dabei gewesen, aber sie hat dann mit dem Pocher getanzt. Siehst du? Dann hättest du mir immer zum Pocher in die Garderobe. Ja, du Pocher, kannst du mal schnell jetzt einfach mal das Feld räumen? Nein, aber deine Frage war eigentlich andere gewesen, ob ich mir das gut überlegen. Ich habe die Risiken natürlich schon gesehen. Aber ich habe gleich auch gesehen und auf mein Bauchgefühl gehört, wo ich gewusst habe, wenn ich es gut mache. Mhm. Und ich war überzeugt vom Song halt einfach auch von She Got Me. Ja, yeah. Das ist schon klar. Dann ist schon klar, ja. Okay. Und das hat natürlich die Entscheidung einfacher gemacht. Ja. Yeah. Ja, der Song hat man schon gehabt.
so hat das SRF und die Jury dort entschieden, wo der Song einfach mega hat gefallen. Yeah. Und dann haben sie gesagt, mal, okay, komm, das ist doch cool. Mhm. Ja, aber ich habe dann die Siegerchance oder die Chance vom grösseren Erfolg über die Niederlagsrate gestellt quasi und das probiert, ja. Ja, weil also das behandelt man oft in diesem Podcast. Logischerweise ist in der Schweiz, habe ich das Gefühl, zum Teil etwas ausgeprägter als an anderen Orten. Aber wenn jemand etwas probiert, dann wird extrem gern eben schnell mal gesagt, das wird eh nicht. Und eben auch ein bisschen Genugtuung, wenn es dann nicht wird. Weil man dann so kann sagen, ja, ich habe es ja gesagt, oder? Ja. Weil man sich selber gerne würde getrauen, es aber nicht macht. Wir sind im Kreis 4. Es ist immer etwas los. Ah, ja. Sie haben mich gefunden! Nein! Oh, jetzt will ich noch zweite. Hey, und vor allem, es sind Privatwege. Also zivil. Du musst hier aber am Dreikreuz von Jesus Gott. Da fährt jetzt eine andere Route. Die tun jetzt Eiskessel. Das ist spannend. Wir sind hier gerade. Oh, der mega vorhin drüber gesagt, geht doch hier. Erzähl mir noch eine Mordgeschichte irgendwie. Und dann kam er. Genau, das wird jetzt der neue Crime-Podcast, den du hören wirst. Ich bin von der Bulle rausgenommen worden vor 2 Tagen. Aber sie sind nett gesehen. Schon. Weil ich mit einer Basler Nummer in Zürich gesehen bin. Und ich habe wirklich einen Fehler gemacht, den ich nicht extra gemacht habe. Also, wegen dem, wenn sie rausgenommen ist, dachte ich, ja, und zwar, sie haben wirklich so, weißt du, so zwei Spuren und dann hat die eine geht aber auf einmal zum Parkhaus. Mm. Und ich habe gemerkt, ich will ja nicht zum Parkhaus. Und dann bin ich links und dann sind natürlich noch 2 Autos hinter mir. Ist ein großer Bulle. Aber dann ist es da ist ja verwirrt davor, da weiss nicht, wo der Tür wollte. Nein, dann haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen ein Zeichen setzen für alle anderen Zürcher, die sehr widerwillig mich überhaupt wieder reingelassen haben. So. Dann zeigen wir es jetzt. Und dann sind sie aber sehr nett gesehen und haben es mir erklärt, eigentlich. Ja, also. Und ich glaube, 100 Stutz habe ich gespart. Ja. Anyway, super, was ich will sagen. Item. Eben so Zweifler. Oder? Zweifler kriegt man oft. Ja. Nicht nur im eigenen Umfeld, sondern oft so im so halbeigenen Umfeld. Weißt du, so im entfernten Umfeld, wo irgendwie peripher mit dir zu tun haben, die sagen dann sehr gern. Also weiß ich, früher noch mehr, wenn man dann mal ein gewisses Level erreicht hat, dann kann man ja wie nicht mehr zweifeln an dem, was gemacht wird. Aber, die Außenstehenden jetzt? Ja, oder? Genau. Okay, weil ich sagen, wo selber zweifelt man, glaube immer wieder, egal wie erfolgreich du bist. Logisch, also sonst wäre nicht gut. Das ist einfach höher. Genau. Weil, ja. Aber das finde ich auch noch interessant. Aber ja, nicht, das ist richtig das, was du gesagt hast. Und was ich aber auch schwierig finde, ist, dass also Zweifel ist ja gut, aber ich glaube, egal wie hoch das Erfolg ist, du fährst immer wieder von null an, also nicht ganz von null, aber ich kann nicht, wie ich jetzt schiegab mir irgendwie, weiß doch nicht, 40, 50 Millionen Streams oder irgendetwas, dann kommt der nächste Song. Yeah. Und du gehst ja schon an die Erwartung, gehst ja gleich irgendwo her, du sagst nein, es kann nicht immer so. Und dann bist du, es kann nicht immer so, Luca, alles ist gut, aber du machst dir gleich einen kleinen Druck, irgendwie. Yeah. Mit dem muss man auch ein bisschen zu Schlag kommen. Ja, weil man tut ja, also wenn du sagst, man fährt von null an, man tut sich eigentlich eben dort auf einmal einleveln, wo es gesehen ist, oder? Ja. Das ist so, frag mich nicht, wenn du mit einem Song 100'000 Plays hast, freust dann, dich dann sagst du, wow, 100'000 Plays, das ist ja der Shit. Mm. Und dann, ist aber der nächste Song, der rauskommt, fährt bei denen 100'000 an, oder? Das ist eigentlich auf Null setzen, dass du dann wirklich so das Gefühl hast, wenn wir 105'000 haben, ist es besser, ja? Aber 80'000 wäre genau noch so gut. Und dann auf einmal kommst du auf 50 Millionen. Und dann hast du das Gefühl, du musst jetzt dort immer weitermachen. Ja, das habe ich am Anfang wirklich das Gefühl gehabt. Also zuerst habe ich mich mega gefreut, natürlich. Yeah. Dann habe ich aber auch schnell gemerkt, so, was mache ich denn jetzt? Yeah. Wo man hätte dann ich gleich so ein bisschen Schiss gehabt, weißt, dass jetzt die Leute nachher sagen, oh, mal mega Erfolg und mit dem identifizieren sie mich jetzt so und das nimmt dir ja niemand mehr weg, das ist ja top, da bin ich Gott froh und juhu. So. Aber, weißt du, dass man dann sagt, dass dann plötzlich wieder irgendjemand sagt, schau jetzt läuft es wieder nicht mehr irgendwie, aber das ist ein blöder der Gedanke, kannst du gar, den musst du gar nicht haben. Wo du, es ist schön, dass du die Leute weiter darfst unterhalten. Ja. Und bei Songs ist es eher schwierig. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass durch die Nacht, das ist die neue Single, 51 Millionen.
Gut, hast nee, aber schon nur aufgrund von, dass es deutsch ist, wird wahrscheinlich nicht ganz so einen weltweiten Spread können haben. Das ist eine super Ausrede. Ja, aber das stimmt. Aber so Sachen musst du einberechnen, oder? Nein, das ist natürlich schon klar. Ja. Ja. Weil eben, was ich gemeint habe mit den Zweifeln von außen, dort musst du dann schauen, weil die eigenen Zweifel hat man immer, aber dort musst du dann schauen, dass du nicht zu fest auf die los bist, weil eben sonst machst du auf einmal Sachen nicht, die, wie eben im Fall vom ESC, einen riesen Erfolg können bedeuten. Man könnte, ja, funktionieren. Und DSDS war wahrscheinlich das Gleiche gesehen, weil dort hat man ja zum Glück... Dort habe ich einfach niemand gefragt. Eben, aber dort hast du ja zum Glück noch so einen jugendlichen Leichtsinn. Stimmt, ja. Aber den verlierst du ja mit der Zeit. Also irgendwann fährst du ja eben mehr Sachen hinterfragen. Eben hast du auch schon ein paar Songs draussen, hast du auch schon ein paar Erfolgserlebnisse gehabt. Das heisst, auf einmal fährt man mehr an... Taktieren ist das falsche Wort, aber eben, man fährt ein bisschen mehr Sachen an... Ja, überdenken. Und so lange darf ich das, ich kann nicht das, checken das die Leute. Ja, nein, ist recht. Und bei DSDS hast du niemandem erzählt, hast du einfach gefunden, los geht's. Nö, da bin ich nach der Baustelle heim, habe meine Gitarre genommen, dann bin ich mit dem einen Kollegen, ich habe es schon erzählt, und dann sind wir dort zu Bern auf dem Bundesplatz, irgendwie sind sie gewesen und haben die Leute gecastet. Ja. Yeah. Aber da habe ich gar nicht mehr gefragt, man hat einfach gemacht, eben. Ja. Yeah. Jetzt würde man sich überlegen, wie kommt das Format an, egal welches Format. Ja, yeah, mache ich das? Passt es zu mir? Yeah. Ja, du hast völlig recht. Weil was ich auch immer merke, ist, die Leute sehen ja nur, was man macht und was man zugesagt hat, aber sie wissen ja nie, was man alles nicht macht und abgesagt hat. Und das wird ja bei dir wird das tonnenweise Zeug sein. Ich habe mal eine Anfrage für hier Adam sucht Eva. Ist geil, oder? Oh, ich hole hier richtig Insider raus, Mann. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Für Adam sucht Eva? Ja, ey. Also so Promi-Special, wahrscheinlich hat's so. Das gegeben? Ey, das ist Wahnsinn, oder? Das ist, du hast, weißt du, das ist nichts Böses das machst. Das war RTL, gewesen, oder? Ist das, ich weiß nicht, muss wenn... RTL sein. Das ist wahrscheinlich schade. Gib mal nie, Christoph, Adam sucht Eva. Doch, das habe ich mal gesehen mit dem einen GZSZ-Dude. Der ist dort, glaube ich, dabei gesehen. Nein, ich kann mir das bitte mal vorstellen. Nein, musst du dir nicht vorstellen. Aber weißt du, mir geht es ja gut. Und cool, eben, ich habe mich etablieren und so. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt so ein Einspieler, wie mit diesem Bötchen nackt auf die Insel geht. Und das ist Luca Henny. Ja. Hallo! Scheiße. Vor allem. Du kannst ihn ja gar nicht auspacken, weil er ist schon dus. Er ist schon dus. Er ist schon dus. Du kannst einfach nackt anbötelt. Oh. Wow. Aber da musste ich mich schnell einen Tag erholen nach dieser Anfrage. Ich konnte gar nicht damit umgehen. Ich dachte, vor allem, was schreibst du jetzt so zurück? Vielen Dank für die Antwort. Vielen Dank, haben sie an mich gedacht. Oder so. Das ja passt gerade nicht. Genau. Leider. Bin ich zeitlich gerade eingeplant? Nein, also. Wow. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt zurückgeschrieben haben. Auch schon. Ja, also vielen Dank, aber passt gerade nicht. Was ist das, RTL? RTL, ja. Ah, aber ich habe ja. Man blendet es nicht ein. Man blendet es nicht ein. Aber. Oh mein Gott. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, vor allem, weißt du, das ist so einer, da muss. Aber die probieren halt, gell? Ja, ja, aber das ist so einer, da muss ich eigentlich. Ich behaupte, du kannst keine Gage. Oh, Gage wäre sicher gut gewesen. Ja, eben, aber du kannst nein, kann keine Gage so, nein. Überzeugen. Nein, vor allem Gage müsste so hoch sein, dass ich irgendwie ausgelebt habe. Noch dann. Also, yeah. wenn man das moralische jetzt wegdenkt, dass ich einfach nicht, ich will nicht nackt im Fernsehen sein. Ja. Yeah. Das ist meins. Nicht deins. Aber dann müsste Gage, wenn schon, wenn das alles egal wäre. Yeah. Das Niveau ist ja dann so am Arsch, dass du einfach gar nichts mehr anderes kannst machen. Dann müsst das Geld wie länger, bis du passioniert bist irgendwie. Aber das ist ja das Krasse bei all diesen Formaten, wie Dschungelcamp und bei Adam sucht Eva und so weiter und so fort, ist ja eigentlich genau das. Oft gehen die das dann auch zu, sagen, hey, ich bin dir für eine Schulden. Und das ist einfach das Letzte, was ich mache. Das ist jetzt einfach der geile Payday, wo mir irgendwie aus dem rausholt. Ja. Und du, ich sage auch immer, du, die Formate gibt es. Also ich bin jetzt nicht so, nicht so der Trash-Schauer. So. Yeah. Aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das schauen. Es gibt auch viel. Ja.
Was soll ich jetzt sagen? Du, eben nein, da gibt es auch Leute, die... Die sollen doch das machen. Ich finde immer, es gibt Leute, die es weniger kaputt macht. Aber ich glaube, gerade als Musiker wäre es schon sehr tragisch. Ja. Aber ich glaube, es hat dann nie ein Musiker mitgemacht. Ja. Aber vielleicht hättest du trotzdem deine Gitarre mitnehmen können. Du musst einfach so leicht verdecken. So. Vielleicht hättest du gesagt, nein, nur eine Ukulele. Damit du nicht zu viel verdeckst, weißt du? Ja. Du musst möglichst viel vom Körper sehen. Somewhere over the rainbow. Wow. Ich habe nicht mal so etwas Grosses gemeint, sondern einfach mehr, es gibt, logischerweise gibt es so viele Anfragen. Ja, sorry, das ist jetzt einfach so rausgekommen. Ja, logisch. Aber ich meine, also das ist ja auch herzig, aber es gibt wahrscheinlich auch bei dir immer noch Leute, die fragen, hey, ich habe Geburtstag, wir haben einen tollen Grill. Ach, das hast du gemeint. Alles Mögliche. Ja, nee, das gibt es natürlich viel, ja. Yeah. Ja. Und aber das ist noch ein schwierig, da kannst du ja nicht... Ja. Mega blöd. Also weißt du, ich mache jetzt viel... Was hast du zurückgeschrieben? Ja, eben, viele Anfragen, die ich jetzt selber beantworte. So, was sagt er? Bratwurst? Nein, sorry. Finde ganz schön, wenn so Fragen kommen natürlich, aber... Du kannst nicht alles machen, weil wenn du einmal anfährst, genau. Bin ich nur noch gartenfest quasi. Ja, logisch. Aber ich schreibe dann meistens zurück und sage, hey, kannst du ein Autogramm schicken oder so. Ja. Yeah. Und hoffentlich kommen wir mal zu einem Konzert, dann sehen wir uns. Genau. Ja, aber das du hast das sicher auch, eben das Bedürfnis ja eigentlich, allen Menschen irgendwie eine Freude zu machen und uns allen recht zu machen. Und ich habe es mir ein bisschen mal davor gehabt. Also weißt du, wenn dann halt irgendwie so ein kleiner Verein, der wirklich einfach null Budget hat, dann bist du zum Teil richtig so im Clinch und sagst, ich würde mega gern, aber an dem oben habe ich schon etwas und irgendwie muss ich ja die Miete zahlen. Und ja. So. Aber es ist zum Teil tut's einem richtig weh, wenn man dann irgendwie muss etwas absagen muss. Ja, das stimmt. Und ich bin auch so eingestellt, dass ich es erstens auch nicht recht mache. Yeah. Ja, kommst du nicht so blöd vor, wenn du sagst, ja, nein, geht im Fall nicht. So, ja. Wie empfindest du das mit dem so allen recht machen wollen? Wie empfindest du das so, wenn du, vor allem in Deutschland, die paar Fernsehsachen, die ich gemacht habe, zum Teil ist es knallhart. Also das ist so, wie meinst du? Im Sinn von, es ist ein anderes Level, auch die Promis und ihre Entourage und all das, das ist oft so. Wir in der Schweiz, wir sind uns so gewöhnt, so wie du und ich irgendwie, bist du immer, hey, alles klar, wie geht's, super, läufst weiter. Es ist so, wir sind so eine kleine Familie, oder? Und dann kommst du auf Deutschland und dann kommen die grossen Übertragungswagen. Und danach laufen zuerst mal fünf Leute, die irgendwie die Garderobe abchecken, bis dann Person XY kommt und so. Und bei mir nicht, wir müssen es hier haben, nicht da. Ja, bei dir, vielleicht nicht. Hinten rechts, über das Brückli, runter. Dort ist deine Garderobe. Und zwar, nicht irritieren, du musst zuerst noch drei Basen so auf die Seite schieben. Genau. Dort hat es aber einen Stuhl hinten dran. Aber so habe ich mich zum Teil gefühlt, weißt du, weil irgendwie dann komme ich so und eben, das mit allen recht machen, dann habe ich zum Teil die Sorge gehabt, dass man wie überrollt wird von dem ganzen Drumherum, der ganzen Maschinerie. So. Ja. Ich muss jetzt sagen, ich habe mich ein bisschen dran, also ich weiß nicht. Ja klar ist es grösser, es sind grössere Shows. Ja. Yeah. Aber also ich komme mit dem gleichen Team quasi. Ja. Yeah. So, also jetzt nicht. Nein, du schon. Aber das Ganze drumherum. Also weißt du irgendwie... Ja. Die sind halt einfach auch mehr Leute. Ja. Yeah. Das ist halt einfach... Die haben halt einfach mehr Einwohner als wir. Deswegen ist der Fernseher grösser. Ich glaube, der Fernseher ist grösser, deswegen brauchen sie ja mehr Kameras. Nein, aber es ist... klar, es ist irgendwo durch den Gröber. Ja. Yeah. Ja, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn jetzt ist auch gerade ein neues Format im SRF, das wir machen. Ich bin da in der Jury mit der Stefanie Heinzmann und mit dem Johnny. Das war doch auch schon bei dir gewesen. Ja. Ja. Fischer, genau. Sind wir da zusammen in der Jury, das wird auch cool. Stadt, Land, Talent. Und Flüsse. Nein. Stadt, Land, Talent. Genau. Und Automarken. Genau. Mit B. Ja. aber das ist ja jetzt ein Schweizer Format, wo ich mich mega drauf freue. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Aber es tönt schon sympathisch, merkst du? Das meine ich. Die Deutschen würden nicht machen, Stadtlandtalent. Nein, das tönt jetzt. Nein.
Es klingt sehr sympathisch, das finden wir aber auch super. Dort wird es irgendwie, wer ist der Geilste? Ja, boah, die geilsten Moves sind, wie weiß ich nicht gerade. Die geilste Stadt. Die Stage. So, die etwas geilste Stadt mit dem größten Talent. Ja. Nein, sie haben ja auch das Supertalent gemacht und die Schweizer haben gesagt, die größten Schweizer Talente. Oder? Ja, also, aber so läuft es in der Schweiz. Yeah. Ja, so läuft es in der Schweiz und eben in Deutschland, also ich habe schon zwei, drei so deutsche Promis kennengelernt, wo ich gefunden habe, da habe ich jetzt wirklich nichts verpasst, dass ich mit dir nicht näher im Kontakt muss sein. Ja. Und das habe ich in der Schweiz eben nicht so. In der Schweiz empfinde ich es wirklich nicht. Mhm. Nein, das stimmt schon. Es ist ein bisschen zugänglicher als ich, aber ich muss es sagen, ja. Bist du schon Leute besuchen für das Stadtlandtalent? Zwei habe ich schon. Ja. Yeah. Weil das Konzept ist, also es ist keine Talentshow wie eben so Supertalent oder was weiß ich, wo Menschen einfach sich können vorführen können, sondern dir suchen im Vorfeld schon effektive Talente aus, die du dann so quasi ein bisschen fördert und coacht. So. Genau, wir gehen die quasi richtig suchen. Yeah. Ja. Also, wir haben so ein bisschen, gibt hier eine Art Bewerbungsvideos. Plus sind wir einfach noch auf der Suche, hey, wo hat sie ein Talent? Jetzt bin ich da schon ein bisschen in zwei Dörfern gewesen, wirklich auf dem Land. Also, der Name macht hier wirklich Programm, das stimmt. Und in die Städte gehen wir vielleicht auch noch. Yeah. Aber das ist mega cool. Und dann zeigen die mir etwas und dann muss ich sagen, ob sie weiter sind oder nicht. Ja. Yeah. Und ist jetzt eh noch ein bisschen spezieller mit der ganzen Covid-Bestimmung und so? Ja. Aber mit all testen und Zeugs und dann fangen wir an zu drehen und dann geht es ihnen nicht schlecht. Ja, immer noch mit Abstand. Wir haben uns jetzt auch schön getestet. Wir haben schön getestet, deswegen können wir da zusammen reden. Du hast es nie gehabt? Nein. Sehr gut. Hast du schon gehabt? Auch nicht. Ja. Immer irgendwie daran vorbeigeschlittert. Ja. Aber ich kenne noch niemanden bei mir aus dem Umfeld. Irgendwie gibt es nicht? Nein. Bei mir im Umfeld hat es auch noch niemand gehabt. Okay. Also so von weiter weg gehört man so. Ja. Aber nein. Zum Glück noch nicht. Sehr gut. Bei Dings ist nämlich auch, wie hat es geheißen, Masked Singer. Bist auch in der Jury gesehen. Und da weiss ich von Murmeli, dass der immer am Donnerstag haben müssen gehen, oder Mittwoch, dann schon testen. Baschi? Ja. Oder nicht für sagen, ich Murmeli. Ich habe es einfach lustig gefunden. Okay. Ich schaue 5 Sekunden und habe gewusst, das ist der Baschi. Echt? Ja, aber einfach weil ein Kollege zuerst gemeint hat, ich bin es. Und ich kann sagen, ich bin es sicher nicht. Okay. Ich habe es ja daheim am Fernsehen geschaut. Mhm. Aber es war immer live gewesen, immer am Freitag. Mhm. Und also für mich war klar, dass es ist. Auf jeden Fall, da hast du jede Woche. Aber ist dir entgegengekommen? Du bist immer in Köln gesehen. Ich bin dort geblieben. Meine Freundin wohnt ja dort. Ich habe dort das Göffeli ausgepackt. Wirklich? Beschäftigt für die ganze Produktion bist du eigentlich in Köln geblieben? Ja, ich bin aber eh... Das ist ja... Ah, das sind 6 Shows gewesen und ich bin eh vorher schon einen Monat dort gewesen, weil ich habe gebacken. Das grosse Promi-Backen. Das hast du auch noch gemacht? Ja, ich habe was wurscht. Ja, logisch. Stimmt. Aber dort habe ich nichts mehr gekriegt. Auch machen. Dort habe ich nichts mehr gekriegt. Wie ist das gelaufen? Der dritte Show rausgefallen. Das ist das erste Format, das ich nicht so gut habe abgeschnitten. Aber super gewesen. Ja. Yeah. Hat gefakt, ich habe jetzt ein bisschen backen, aber dann ist mir der blöde Biskuit-Teig geblieben kleben. Ey. Aber, item. Du fährst in der Tanzshow richtig performt. Was ist jetzt mit dem Baschi gewesen? Ah, eben, das habe ich nur mitgekriegt, dass wir die ganze Zeit... du hast die ganze Zeit... Also er hat halt müssen hier und her fliegen. Du bist die ganze Zeit auf Köln getestet. Ich glaube zweimal, dann hast du Probe gemacht, dann wieder zurückgeflogen und das halt auf, eben Woche für Woche. Oder? Aber wenn du eh dort geblieben bist, dann ist es ja voll easy. Ja, aber ich auch müssen testen. Ja gut, das Test ist ja nicht so ein Ding. Ja, nein, stimmt. Also ich kenne Leute, die finden es ganz schlimm, aber mir hat das jetzt nie große... Nein, wir auch nicht. Letztes Mal so einen Späuz-Test müssen machen, das finde ich grusig. Ich gehe lieber ein bisschen in die Nase. Das Spätzle habe ich auch noch nie gemacht, muss ich sagen. Du musst unten viel. Ja? Ja, und dann ist es richtig durchgeflossen. Und dann hast du so das ganze Spätzle-Ding da in so einem Trichter. Und dann denkst du so, ja, was machst du denn? Drücke ich jetzt irgendwie rein? Oder nimm es, schüttle es ein bisschen. Item. Item.
Ja, erzähl schnell, Promi-Backen, das ist nicht so gelaufen. Ah, Promi-Backen, ja. Das haben wir eben im Oktober letztes Jahr gemacht. Und dann war eben im November Mask Singer. Ja, ist nicht so gegangen, aber ich musste wirklich richtig müssen Torte machen und so. Ja, zwei Wochen Vorbereitung gehabt, bei einem Confiseur üben, richtig. Habe alle Teige müssen machen. Ja. Glückskekse habe ich müssen machen. Oh, ich liebe Glückskekse. Mm. Ja, und dann irgendwann bin ich halt rausgefallen, der Hälfte. Es hat 6 Shows gegeben und ich bin als Dritt rausgefallen. Das ist aber okay. Ja, ist nicht so wild, aber das ist... funktioniert mega die Show, lustigerweise. Ich hatte die vorher auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Die mega Einschaltquote gehabt. Ich habe ein cooles Feedback bekommen. Irgendwie hat die Leute noch lustig gefunden, dass jetzt dort Bach. Siehst du, dort hat der DJ Bobo vielleicht besser abgeschnitten. Ja. Ja? Dort sicher. Dafür hast du ESC. Genau, dafür. Nase vorne. Der Kuchen hat er. Okay, was hast du denn jetzt alles noch geplant? Mm. Also, der neue Song ist draussen, das wissen wir. Neue Song ist draussen? Ja. Durch die Nacht heisst der. Ja, der wird jetzt sehr schön promoted. Ja, den tun wir jetzt noch ein bisschen promoten. Und dann, jetzt ist noch mal eine Fernsehshow reingekommen, die machen wir dann auch noch, also mit Auftritt. Das ist dann noch ein bisschen in Deutschland. Ja. Dort machen wir die ganze Rutsche auch noch. Ich will einfach ein bisschen schön erzählen. Und ja, jetzt sind schon zwei neue Songs ja schon fertig. Wo ich auch ein bisschen Zeit hatte in Köln. Ja. Und meine Freundin viel getanzt hat, bin ich daheim gewesen, habe gestaubsaugert und Songs geschrieben. kannst du dir eine Melodie in den Kopf rein tun, während du den Staubsauger hörst? Ja, es ist so ein bisschen leislig, das ist ganz cool. Ah, okay. Da machen wir so. Ja. Je nachdem, wie fest du ihn einstellst, kommt die Melodie schon fast. Ja, das stimmt. Nein, und für das werden jetzt auch wieder Videos gedreht. Aber jetzt lassen wir den Song einfach mal ein bisschen durchschnaufen, der soll jetzt hoffentlich ein bisschen abgehen. Ja. Ja, und dann so. Und dann, wir haben sicher etwa 20, 30 Talente suchen. Ja. Für hier Stadtland. Ist das der Haupt? Und das ist ja immer ein Dreitag. Also wir haben sicher 25 Dreitage sicher noch. Durch den Sommer durch. Und dann ist das im Herbst die Live-Shows. Und dann... Gott, und dann kommt schon wieder Musik raus und Zeugs, einfach so. Wie weit geht deine Planung? Also jetzt mal unabhängig von Corona und was weiß ich. Bist du schon so ein, zwei Jahre im Voraus? Ja, also bis Ende Jahr ist einfach mal, weiss ich einfach mal, was alles geht. Ja. Yeah. Und die ganzen Konzerte weiss ich nächstes Jahr noch nicht, wie es läuft. Ja, eben, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen... Ich weiss ja eh kennen. Ja. Yeah. Ich weiss es. Was soll ich so sagen? Ja, und dann weiss ich, ja, so bis Mitte nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr weiss ich auch schon das Projekt. Aber weiter nicht. Mhm. Etwa so. Ja. Und immer so ein Jahr. Ich finde es faszinierend, dass ich ja früher auch schon gesehen, aber eben, man bringt einen neuen Song raus und dann macht man effektiv Promo-Tour. Also du gehst den Leuten erzählen, ich habe einen neuen Song draussen, damit sie es auch mitkriegen. Ja, und das ist immer heutzutage. Aber ich finde es faszinierend, dass man das heute immer noch macht, obwohl es immer behauptet wird, ja, mit Social Media hat man ja seine eigenen Leute, man hat eigentlich viel mehr Möglichkeiten, das zu verbreiten. Früher hast du müssen hoffen, dass auf die Song am Radio kommt und das wär's gesehen, oder? Ja. Aber klar hast du deine Reichweite, aber du weißt ja, also entweder es gibt zwei Varianten, dass ein Song funktioniert. Yeah. Die eine Variante ist, er funktioniert in deiner Blase drin. Mhm. So. Mhm. Und das ist super, dann würde ich jetzt sagen, habe ich meistens so, wenn er in meiner Blase funktioniert, dann habe ich 2-3 Millionen Streams oder so. Das ist abartig. So. Ja, das ist ja, ist ja super. Yeah, yeah. Aber dann probierst du ja gleich, dass er natürlich außer der Blase, das meine ich dann, und dann funktioniert ja auch bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht in ihrer ersten Linie vielleicht Musik hören. Und deswegen bin ich heute bei dir. Weil wir vielleicht hier draussen, ich weiß nicht, ob die mir folgen auf Instagram. Und dann wissen die Leute nicht. Oder haben jetzt wieder Musik gemacht. Und dann haben wir das eigentlich. Ja. Das ist krass. Nein, und deswegen, aber mach mir auch gerne. Es braucht immer, es braucht dich, es braucht das Radio, es braucht coole Podcasts, wie du machst. Es braucht immer noch Zeitungen, es ist einfach immer noch eine Kraft. Und das ist schön. Und so kannst du die Leute erreichen und hoffentlich gefällt es noch. Also sie müssen dann selber entscheiden, ob es noch gefällt. Aber klar. So, kannst immer noch natürlich sehr viele Leute erreichen. Ja, das effektive Aufmerksam machen. Und das ist das Faszinierende in der heutigen Welt, weil alles
eben alles möglich ist, ist das ja viel segmentierter, oder? Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, etwas einerseits zu promoten und andererseits überhaupt rauszubringen. Also ja. Mittlerweile sind eben viel wieder zurück auf Paid-Content, quasi, hey, mein Song kriegst du nur, wenn du irgendwie 2 Stutz zahlst, was zum Beispiel bei dir sogar wahrscheinlich sehr gut wird funktionieren, weil du eben so eine grosse Blase hast, wie du sagst. Ja, ja. Da habe ich eine grosse Blase. Ah. Nein. Ich muss mit dem WC. Ach, so gross ist ich doch nicht. Ja, sorry. Also weißt du, was sogar funktionieren würde, aber ich finde es spannend, wenn man dann sagt, das Ziel ist ja eigentlich eben, die Blase noch grösser zu machen und mhm. noch mehr Leute zu erreichen. Ja, ich finde, das ist immer der Ansporn, yeah. finde ich. Yeah. Es muss nicht sein. Also, weißt, muss nicht, man kann es ja nie erzwingen. Yeah. Und ich finde es allgemein einfach schön, können die Leute zu entertainen. Also, wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich wohl. Oder schon nur, wenn ich das Musikvideo drehe, das mache ich oft. Also, mache ich für mich, weil ich es gerne mache. Aber mhm. natürlich für die Leute etwas zu zeigen, um sie zu unterhalten. Und wenn das natürlich mehr Leute kann unterhalten kann, schon desto besser. Ja. Yeah. Wie fest fehlt dir das Publikum bei all diesen Geschichten momentan? Ja, schon sehr. Das Publikum ist natürlich immer so das erste Feedback, das du irgendwie bekommst, oder? Ja. Yeah. Wenn du einen Auftritt hast. Entweder singt einer mit oder keiner singt mit, dann weißt du ja, super, okay, gar nicht wieder. können wir morgen den nächsten Release machen? Nein, ich kenne nicht gesungen. Und ja, das fehlt schon, das fehlt wirklich. Aber man kann jetzt nach 1000 Mal sagen, dass es fehlt. Ich glaube, man kann nichts daran ändern. Und yeah. Man sucht sich so ein bisschen andere Sachen. Ich glaube, ich finde es schön, in meinem Kanal zu zeigen, manchmal ein bisschen Privatzeug. Oder was ist privat? Nackt auf dem Sofa. Yeah. Adam sucht Eva. Adam auf dem Sofa. Adam alias, so jetzt, was ist denn heute los? Ich komme so ins Zeug rein mit so einem Podcast, ich mache das eigentlich das erste Mal. Siehst? Warum erzählt man? Man erzählt automatisch so seich. Ist das so? Ja, aber das ist. Darum mache ich einen Podcast, weil etwas anderes kann ich ja nicht. Weißt du? Okay. Ja, aber nein, ich erzähle die ganze Zeit so seich über mich. Du erzählst nicht etwas. Hey, ich habe auch schon sehr viel seich darauf erzählt, glaub ich. Okay. Der Christoph kann es bestätigen. Ja. Yeah. Es lacht in der Tonregie. Ich hebe da gar nichts an. So. Ich habe so völlig von etwas den Faden verloren. Ich weiß nicht, wo wir sind. Egal. Wir haben es vom Publikum gehabt. Publikum? Ja. Wenn ich Comedy mache, weiß ich natürlich, ich brauche das Publikum. Ich kann nicht ohne Publikum Comedy machen. Weil Comedy, das ist richtig. Comedy ist. Du bist noch blöder. Reaktion. Aktion, Reaktion, die ganze Zeit hin und her, oder? Das ist ja Zusammenspiel. Und Musik, sicher nicht geil, aber Musik kannst du ins Leere machen, sozusagen. Es funktioniert besser, ja, stimmt. Yeah. Nein, ich habe so ein Online-Konzert gemacht mit Livestream, das hat gefackt. Yeah. Aber klar, du bist dann mehr so ein bisschen in dich gekehrt. Mm-hmm. Und das funktioniert eine gewisse Zeit, aber dann muss wieder Publikum sein. Und ich glaube, yeah. Für das Publikum selber ist natürlich der wieder schön. Aber man probiert jetzt die Zeit zu füllen, mit vielen Songs schreiben, mm-hmm. Videos machen und das den Leuten zu zeigen. Und so vielleicht auch mal so ein bisschen Livestream-Sachen hat sich auch viel entwickelt. Wenn du sagst, mehr in dich gehört, merkst du dann auch, ah shit, jetzt muss ich mehr Energie geben, damit ich die gleiche Performance ankriege, ohne eben Publikum? Hm, nein, bei mir ist es umgekehrt. Ja? Yeah. Eine lustige Einsicht irgendwie. Nein, manchmal, bei diesem Online-Konzert habe ich keine Leute gehabt, das ist einfach live übertragen worden. Ja. Yeah. Und das heisst, in dich gekehrt habe ich gemeint, wie ich bin dann auf der Bühne und ich habe ja auch Tänzer gehabt, und Band und performen und tanzen. Mhm. Aber ich habe weniger gemacht, als ich sonst mache. Weil eben. Niemand da ist. Ja. Yeah. Aber es hat gleich noch gut ausgesehen. Aber manchmal muss ich mit zusammen auf der Bühne, wie viele Leute sind, dass ich nicht übermütig werde. Ja, yeah, okay. Und jetzt sage ich noch recht, oh, komm, da habe ich noch Tang, abklatschen. Weißt du, wie ich meine? Es ist einfach, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, dann renne ich rechts und links und denke, yeah. Oh, jetzt muss ich noch. Und nochmal hang auf und jetzt alle mitsingen, when she go low. Yeah. Und wenn kein Publikum ist, dann bin ich ein bisschen konzentrierter. Und da habe ich jetzt so herausgefunden,
So bisschen, vielleicht habe ich so ein einen Mix gefunden. Es ist ja beides gut, aber... Ja, aber ich weiß, was du meinst, weil das sieht man manchmal, wo man dann so sagt, hey, was ist eigentlich mit dem los? Weißt du, weil es einfach so... Wenn wir auf der Bühne sehen... Nein, nicht du! Aber, aber eben, wenn es konstant eben so eine Überenergie ist, das kann dann eben auch... Das kann too much sein. Too much was sein, eigentlich ja. Geil ist, und das finde ich richtig geil. Keine Ahnung, jetzt kommt ein geiler Gitarre-Song. Oder die Kraft, einfach ein cooles Publikum zu haben, kann viel sein, kann wenig sein, ist ja egal. Und einfach cool am Mikrofon ständig zu stehen und einfach mit der Energie, einfach nur mal cool stehen und singen, kann eine mega Energie haben, wenn du gut machst. Aber das habe ich bei meinem Stand-up habe ich das gemerkt, wie nicht konstant rumlaufen stärker ist. In gewählten Moment mal aus der Stehposition raus. Aber es ist noch schwierig, aber man ist ja schnell ein bisschen überdreht. Es ist im Natürlichen drin, dass eben die Energie irgendjemand hin muss. Oder? Das ist wie auch Stille zulassen. Weißt du, dass auch einfach mal zwischen zwei Songs, dass darf mal schnell, hey, wenn es 3 Sekunden still ist, ist auch nicht schlimm. Oder? Übergang. Aber die 3 Sekunden in deinem Kopf, wenn du es zum ersten Mal machst, ist so, oh, scheiße, hey, oh, was machen die? Geht's euch gut? Und, hey, oh, aber genau so ist es im Fall. Aber weißt du, das siehst du bis in alle Ewigkeiten, wird das immer wieder passieren. Zum Beispiel ist jetzt am Wochenende so eine schreckliche Event gesehen, so eine Promi-Boxen. Das hast du noch nicht gemacht, oder? Nein, das würde ich auch nicht machen. Okay. Bei mir ist die Grenze wirklich, wenn es Trash wird, dann bin ich raus. Von einem YouTuber, von Jake Paul gegen einen MMA-Fighter. Und das ist ein riesiges Shitshow gesehen. Ganz schlimm. Aber der Justin Bieber ist auftreten. Ja. Also weißt du, die haben alles aufgefahren, oder? Wow. Und zwar nicht nur ein Song, sondern er hat ein Mini-Konzert gemacht. Vor dem Kampf. Wo ist das gelaufen? Online. Ja. Yeah. Eie, ich werde da Geld in tanken, oder? Aber in der Soundmischung haben sie dann die paar Leute, die zugelassen sind, die hast du nicht gehört. Also weißt du, du hast kein Publikum gehört. Und dann ist es umso schwieriger, eben, weil er dann zwischen Songs so «How are we feeling tonight?» Und du hörst einfach nichts. Und dann ist es wirklich so 2 Sekunden still und dann macht er «I said, how are we feeling tonight?» Und es ist immer noch still. Und dann habe ich so gemerkt, eben, das ist sogar beim fucking Justin Bieber, ist das denn noch der Fall, dass er irgendwie die kurze Pause irgendwie will überbrücken und, Ja, klar, ja. Und darum ist es sicher spannend, wenn du so eine Live-Konzert machst per Stream und dann merkst, ich kann eigentlich auch gesetzter... Meinst du ein bisschen ja. Auf jeden Fall so ist es gesetzter und ein bisschen ruhiger und es war noch ein schönes Erlebnis. Wie, wenn du Sachen von dir schaust, nachträglich, wie viel lernst du denn noch aus diesen Sachen raus? Ich kenne es bei mir, ich kann etwas nachträglich hören und denke so, okay, das muss ich ändern. Wenn ich es schaue, dann mache ich es zum Teil fast schlimmer, weil ich auf einmal sehe, wie es aussieht, anstelle von, wie ich es fühle, wenn ich es auf der Bühne mache. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, habe ich auch. Also ich schaue mir immer alles an, was ich mache. Und lehre auch viel daraus, aber ich rege mich sicher auch ein bisschen auf, wenn es natürlich etwas schief gegangen ist. Aber vielleicht haben es die Leute gar nicht gemerkt, oder keine Ahnung. Versingst du ja irgendwie auch mal. Komm mal, da ist ein schiefer Ton gehabt, wo du irgendwie denkst, nein. Das hat jetzt einfach dort nicht so passieren, aber dann weißt du, okay, da kommt noch mal ein bisschen Vorbereitung. Ja, aber so Selbstanalyse ist, glaube ich, aber gar nicht so schlecht. Definitiv. Aber eben, du hast jetzt fast gesagt, dann machst du es einfach schlimmer und eigentlich ist es gar nicht schlimm gewesen. Ja, und vor allem, bei gewissen Sachen ist ja auch wichtig, dass man es mehr fühlt. Und wenn man dann auf einmal sich überlegt, oh shit, wie könnte das aussehen, dann fühlt man es auf einmal nicht mehr so. Also weißt du? Ja. Mir hat das zum Teil schon ein bisschen... Nein, das stimmt. ...trippt. Ja. Du stehst sicher super auf der Bühne. Ja, komm jetzt. Ich habe dich live schon gesehen, du hast mich noch nie live gesehen, glaube ich. Ich habe dich noch nie live gesehen. Nein. Kommst du mal? Ich komme mal. Und wenn du läufst zu viel von rechts nach links? Bleib mal stehen! Das hat mir jemand gesagt nach einer Show. Wirklich, ist noch auf die Bühne gelaufen und hat gesagt, weniger hier und her laufen. Weißt du, noch nicht mal gesagt, kannst du lustig sehen oder nicht lustig sehen? Was? Hey, darf ich ein Feedback geben? Nein, nicht darf ich Feedback geben. Wirklich einfach, das war der erste Satz. Gewesen. Weniger hin und her laufen. Nein. Doch, das ist das Erste, was ich gehört habe nach einer Show von mir. Ach Mensch.
Ja, Aber es ist geblieben. Ja. Es ist geblieben. Ich könnte sogar, bei mir ist es schon schlimm, wenn ich einfach telefoniere. Ich laufe weg, wo ich gar nicht weiss, dass ich so laufe. Plötzlich bin ich am Nacht und denke so, wo bin ich? Steigen die Haustür ab, jetzt bin ich draus. Was habe ich wollen? Was habe ich nicht wollen? Ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wenn man so Stand-up macht. Also. Ja, kommst du mal in Bern, bin ich auch irgendwann. Okay, ich komme sehr gerne vorbei. Ja. Und falls ich wieder mal in Köln bin. Gell? Ja. Ach, in Deutschland bist du auch? Ja, aber selten. Aber selten. Aber dann auf Hochdeutsch oder wie? Ja, da muss ich. Ja, klar. Ja, aber nicht so. Ah, nicht so? Nein, so wie du hast auch recht Deutsch angekriegt. Ja, das stimmt. Weil irgendwie der Schweizer Akzent bringt es ja gar nicht mal so. Hallo Berlin! Hände hoch! Aber es ist immer geil, wenn wir nicht zum. Ist schon fast fertig? Ja, aber erzähl okay. Noch schnell. Nein, nur so ein paar so Schweizer auf Deutsch irgendetwas können wir noch schnell reinwerfen, wo so. was immer schlimm ist, ja, ich habe eine deutsche Freundin. Ja. Yeah. Also ist super. Das ist nicht schlimm. Der Satz ist noch nicht fertig. Oh. Ich muss mit mir Aussprache mehr aufpassen. Zum Beispiel habe ich immer gesagt, oh Schatz, es hat noch Milch. Ja. Yeah. Und das ist falsch, wo es heisst, es ist noch Milch da. Und sie hat sich immer gefragt, Schatz, wer ist es? Was ist das es? Ja, ja. Also das ist so eine fatale Wende. Ich habe gesagt, oh Schatz, es hat noch Ton. Es hat noch Ton, hat sie überhaupt nicht verstanden. Für einen Schweizer tun sie so, oh, es hat noch Ton. Ja, es hat noch Ton. Ja. Heißt aber, es ist noch Thunfisch da. Genau. So ein Sättigungszeug. Was mir immer ausgelacht hat, ist, wenn ich gesagt habe, vor mir schlafen, oh Schatz, kannst du doch das Licht löschen? Mhm. Dann dachte ich, ja, wo brennt's? Was soll ich löschen? Heißt ausmachen. Genau. So kleine Dinger. Ja, auch parken, grillen, statt parkieren. Parkieren. Und grillieren. Grillieren. Ja. Und was ich gehabt habe, da habe ich dann drin gelassen. Ich habe einen Satz, wenn ich auf Deutsch performe, wo ich sage, du willst ja auch nicht das und das aufs Mal. Das heißt auch nicht. Aufs Mal sagst du eigentlich auch nicht wirklich. Was sagst du? Auf einmal. Auf einmal, weißt? Ja. Aber dann ist einer kurz zu mir und hat gesagt, hey, man sagt das zwar so nicht, aber lass es so, weil es ist lustiger. Ja, sympathisch, ja. Aber irgendwie kommst du irgendwie raus, die Leute sind da. Und dann habe ich früher immer gesagt, schön seid ihr hier. Ja. Yeah. Und die haben sich gefunden, oder sagst, was sagst du? Schön, dass ihr hier seid. Oder schön, dass ihr da seid. Yeah. Und die haben gemeint, ja, das ist einfach, dass wir schön sind. Ja, schön seid ihr hier. So, oh, schön seid ihr. Merci. Ihr seid aber schön. Ihr seid aber schön. Ja. Ja. Aber cool, hey, mega. Hey, schön bist du da gesehen. Schön bist du da. Ich bin immer da. Ah, okay. Letzte Frage, was machst du, um dich gut zu fühlen? Was mach ich? Oh Gott. Ja, meistens gut essen. Gut essen macht mich momentan mega glücklich. Ja. Yeah. Kochen tue ich auch gerne. Nice. Mm. Hey, viel Erfolg mit all deinen Vorhaben. Dir auch, merci. Ich schaue gespannt zu und finde es geil, dass man so eine gute, positive Schweizer Export haben, wo wirklich Freude macht. Sehr gut, ja. Alles Liebe. Bis bald. Merci vielmals. Bis bald. Bis. Bis.